Wir sind hier in unserem Natursportcamp auf dem Campingplatz Mademühlen im hohen Westerwald bei den Reisevorbereitungen für eine 8-tägige Kanu-Gepäckfahrt auf der nahegelegenen Lahn. Mit von der Partie sind unsere Freunde, die olivgrünen aus Salzgitter, die sowas noch nie gemacht haben. Die Lahn gehört zu den schönsten und beliebtesten deutschen Kanu-Wanderflüssen. Seit 40 Jahren ziehe ich mindestens einmal im Jahr mit Kanu und Zeltgepäck das Lahntal hinunter. Noch nie wurde mir dabei langweilig. Von allen Arten des Wanderns, sei es zu Fuß, auf dem Pferd oder mit dem Fahrrad, gefällt mir das Kanu-Trekking am besten. Aus der stillen Flussperspektive erschließt sich ein Tal von seiner schönsten Seite, fernab vom hektischen Verkehr. Ihr müsst euch ab sofort in allen euren Bewegungen immer absprechen. Schöne, ausgequetschte Tomate. Möchtest du die haben? Super Sache. Damit die häufig unter Naturschutz stehenden Ufer der Lahn nicht von den vielen Kanuwanderern zertrampelt werden, gibt es vorgeschriebene Ein- und Ausstiegsstellen und Pausenplätze. Wir legen kleine Essenspäuschen ein, indem wir eine Kanuinsel bilden und uns treiben lassen. Jetzt liegt der Kahn. Unglaublich. Wir sind zu unserer Lahntour 2012 an einem Mittwochmorgen gestartet. Unter der Woche hält sich der Kanuverkehr in Grenzen. An Wochenenden jedoch ist die Lahn zwischen Wetzlar und Limburg durch den regen Kanutourismus überfüllt. Dann ist es vorbei mit der Stille. Zwischen Wetzlar und Limburg befinden sich an der Lahn 9 Schleusen, die von den Kanuwanderern selbstständig bedient werden. Wie das genau funktioniert, entnehmen Neulinge einer ausgehängten Betriebsanleitung. Man benötigt kein Abitur, um Schleusen bedienen zu können, aber logisches Denken ist keineswegs verkehrt. Man kann Schleusen auch falsch bedienen. Und dann wird es gefährlich. Schleusenunfälle sind jedoch äußerst selten. Genauso selten sind Wasserschildkröten.
Aber heute bleibt mal eine lange genug vor der Kameralinse sitzen, um ihre Existenz zu dokumentieren. Schüler. 16 Jahre lang habe ich mit kompletten Schulklassen erlebnispädagogische Kanuprojekte auf der Lahn zwischen Wetzlar und Lahnstein organisiert und auf YouTube 2009 und 2010 ausführlich dokumentiert. Die Lahn ist auch ein schöner Anfängerfluss. Bei einer mehrtägigen Kanu-Weitwanderung muss das komplette Zeltgepäck wasserdicht verstaut sein. Nicht nur für den Fall einer Kenterung, sondern auch zum Schutz vor Regen. Dafür benutzen wir wasserdicht verschlossene Tonnen und stabile Packsäcke mit Rollverschluss. Unsere Kanu-Neulinge Anke und André haben beim Paddeln schnell den Bogen raus. Nur für den Lageraufbau benötigen sie meist viel Zeit, aus welchen Gründen auch immer. Thank you.
An diesem Mittwochabend ist der Lahnturs Zeltplatz Scholeck recht leer und still. Das gefällt uns. An heißen Sommerwochenenden sieht das ganz anders aus. Während sich Anke und André ganz langsam, aber dafür sicher mit dem Zeltlagerleben anfreunden, machen Astrid, Samira und ich einen Stadtbummel im nahegelegenen Städtchen Braunfels. Es lohnt sich.